Willkommen zurück zu NES Remix 2. Remix Römisch 2? Da haben wir so viel freigespielt, dass wir das die ganze Zeit jetzt genießen können. Siebte Mission von 20. Erreiche den Zielpfahl. Und hier schneit's. Das ist mir eigentlich nicht bekannt. Weihnachtsfeeling. Oh, wir rutschen brutal. Wir haben Schlittschuh an. Ich kann ja gar nichts machen. Der rutscht von selbst. Selbst wenn ich nicht nach rechts drücke. Und die Musik ist sehr weihnachtlich. Und das mitten an Ostern. Okay, Ostern ist schon vorbei, ja trotzdem. Wie auch die Koopas und Goombas Schnee auf dem Rücken haben. Das nenne ich eine gute Idee. Und der hätte mir... Nein! Habt ihr das gesehen? Ja, der rutscht von selbst. Ich habe ja nach rechts gedrückt. Hab das erst gar nicht realisiert, dass der hier von selbst rutscht. Mit seinem Schlittschuh. Ja, können zwar zurück. Ja, das ist schon durchaus genius gemacht hier. Direkt Innovation zu Beginn eines Parts. Der gibt auch voll Gas, ne? Ich habe jetzt eben nichts gedrückt. Da kommt der Koopa des Verderbens. Macht's nicht einfacher? Ja, die Super Mario Bros. The Lost Levels. Nein! Boah! Das ist ja noch beknackter zu steuern als sonst schon. The Lost Levels, die Sachen werde ich mir auch noch reinziehen, auf jeden Fall. Schon sehr bald, würde ich sagen. Aber ob das gut genug war, ich habe mir so viel Zeit gelassen, da kann man auch voll durchrushen, oder? Na, machen wir direkt nochmal. Und diesmal nicht so angsthasenmäßig, sondern voll auf den Putz hauen. Guck mal, Meta Knight. Das weiß ich echt nicht, ey, ob Meta Knight schon da war in Kirby's Adventure. Es sieht so aus, aber... So, volle Konzentration. Ach, da hinten ist noch einer. Habt ihr das gesehen? Was war denn das für einer? Ich dachte, das wäre... Verdammt. Meine Geistdaten oder sowas. Guck da, rechts Luigi. Luigi! Ich könnte mir da einen Pilz raus... Okay. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Dann gib halt einen Pilz. Wir merken uns schon mal, in der Mitte ist einer. Ach, das ist ein Giftpilz. Oh Mann. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, es geht nicht mehr so einfach locker flockig von der Hüfte, wie wir es bisher gewohnt sind. Ja, das muss auch wirklich Welt 1-1 von The Lost Levels sein, ne? Landet er genau zwischen die Goombas! Oh Mann, habt ihr noch so mehr kranke Einfälle? Nein! Ja, ich muss mich beeilen, dann mach halt... Das geht. Drück ein bisschen auf die Tube hier. Da bei der Treppe habe ich mir viel zu viel Zeit gelassen. Aber das geht, die Steuerung ist halt anders. War das jetzt an der Kotzgrenze vielleicht? Nicht viel besser, aber vielleicht reicht es ja doch für den dritten Stern. Ja, genau so ist es. Das kann man trainieren. Ich hätte gern... Also, wenn noch ein Remix rauskommt, dann bitte mit statt Luigi-Dingsbums das ganze Mario Bros. Im Schnee mit Schlittschuh. Dankeschön. So, irgendwas mit Metroid. Erreiche als Morphball den Boden, ohne Schaden zu nehmen. Ja, okay, verstehe schon. Aber es sah so aus, als wäre rechts einiges los. Verdammt. Muss man an dem vorbei. Gucken wir mal, jetzt hier so nach innen ziehen. Ja. Na komm schon, jetzt darf nichts mehr anbrennen. Aha! Ich hätte einfach rechts bleiben müssen. Das ist eine gute Taktik. Nicht einfach so durchbuxieren. Erstens mal das hier so abbremsen. Und jetzt hier. Aber ein Morph Ball im Originalspiel, da dotzt er nicht so wie ein Flummi. Verdammt. Das muss ich mir merken. So. So, und jetzt wieder rechts bleiben. Die ganze Zeit. Ja, soweit es geht. Luft anhalten. Wie weit geht das runter? Noch Fragen? Ja, es dürfte so schnell gewesen sein, dass ich dafür Regenbogen bekomme. Yeah! Aber auf die Idee kommen wahrscheinlich nicht nur ich selbst. Bonusrunde, es ist quasi Remix 3. Wir werden es dann auch noch sehen. So, wieder 20 Stück, du.
Aber erstmal hier weiter. Das ist von Zelda 2. Aber was genau? Weiche den Gegnern aus und fange alle Feen ein. Ach nee, es ist Pit. Also irgendwie Pit und irgendwie Zelda 2. Das ist halt der Remix, ne? Bam. Die sind unberechenbar. Kann ich die vielleicht abschießen? Ich glaub's mir nicht. Das wäre ja wohl nicht im Sinne des Erfinders. Boah! Was macht der hier mit mir? Der erste Versuch war noch gar nicht so übel. Konzentrieren wir uns also aufs Ausweichen und nehmen halt die Feen mit, die wir also auf dem Weg liegen. Ich weiß nicht, ob die mich anvisieren, diese komischen lila Klumpen. Ja. Da! Die letzte, Alter. Die ist genau hinter dem. Bringt ja nichts. Und? Sieht aus, als wäre das okay gewesen. Akzeptabel, passabel. Schön. Ja, Zelda 2 ist auch so eine Sache für sich. Was ist hier schon wieder so ein Remix? Ich sehe 3 Mario-Elemente. Sammle 8 Münzen. Mit Gegenwind. Mit Peach. Die sich schon wieder ins falsche Spiel verlaufen hat, aber das passiert ihr öfter. Ja, da geht was. Hätte man mehr bekommen können. So, da ist es. Ja, wenn man die eine Münze da rausholt, verpasst von Kaiser einen Aufwärtshaken. Y. War das richtig? Müsste doch gewesen sein. Yeah! Gegen alle Blöcke. Oh! Ich darf anmerken, diese Szene gibt es nicht im Original Mario. Wenn man sich das anguckt, also ihr als Zuschauer, ihr denkt euch auch, oh, das kann ich doch viel besser. Denkt man sich, ja. Das ist ja der Hammer. Ach, der hat auch noch mehr Energie. Was soll das denn? Ein Zelda 2 Gegner in Gestalt eines Hammerbruders. Das war gut, das war nice. Like that. Epic. Das hat man schon öfter gesehen, wenn wir verfolgt werden von Buhus und der Zelda 2 Link muss den Hammerbruder erledigen. Stylisch. Samus? Okay. Ja. Ach, du kannst jetzt auch nach oben schießen. Das ist gut. Sammle alle Münzen ein. Dann mach ich mal das auf. Und die Blöcke gehen auch wieder zurück wie in Metroid. Das sieht einfach nur grafisch so aus, als wäre es ein Mario-Spiel. Wäre das am besten? Bomben! Alles einkassiert! Ich frag mich nur, ob ich zu lange gebraucht habe. Nee. Hey, super! Hier! Souverän! Freunde, heute läuft's. Ich spüre eure Unterstützung. Das macht mich stark. Und damit weiter mit Level 12. Was ist denn das? Pit will 30 Herzen haben. Oder meint er Kerzen? Ich meine, hier sind überall Kerzen. Besser ging's nicht. Ich glaube, die muss man erledigen, oder? Achso? Ja, dann muss ich ja nur noch. Ja. Muss ich ja nur noch. Ist ja verhältnismäßig eine kleine und schnelle Mission. Bin ich von diesen großen Remixen hier gar nicht gewöhnt. Aber man lernt immer wieder was dazu. Level 13 hat wieder was mit Dr. Mario am Hut. Die Farben ändern sich. Oh Gott. 10 Viren! Aber wenn sich die Farben doch ändern. Ach so, meinen die das. Die ändern sich zusammen quasi. Ah, ich dachte, sie ändern sich jetzt ständig, dass das nicht mehr stimmt und sowas. Na, du bist so dumm, ey. Das war jetzt doof. Okay, offiziell, es verwirrt mich dann doch. Ah, ich baue hier Unsinn.
Ne, das machen wir nochmal von vorne. Weil Dr. Mario kann man sich so schnell verbauen teilweise. Machen wir am besten hier den linken erstmal. Hier den da drauf. Nein! Bist du eigentlich bescheuert? Dann machst du den da. Ach! Du bist doch... Mann! Sowas regt mich auf. Das ist die Challenge hier. Die Farben ändern sich. Ach, was. Aber der Anfang war gar nicht so schlecht überlegt. Nämlich hier. Dann tun wir mal den aus dem Weg. Der ist, glaube ich, wichtiger. Ja, okay. Schwupps. Ist dieser Fisch rasiert? Ah! Ich wollte gerade sagen, die ändern sich doch jetzt eh. Verschwinden in die Ecke. Wie 10 Viren. Habt ihr was an was haben die geraucht? Warte mal. Ah! Den weg. Das war so klar. Boah, das verwirrt mich total. Jetzt kommt da noch so ein... Nee, oder? Da, ich mach so ein Bullshit. Ich bin am Gucken. Das geht mir zu schnell. Ich bin am Gucken. Ich hätte ihn zerstört, wenn ich da reingegangen wäre. Ah! Das bringt so nichts. Guck mal, ich baue mir doch alles zu. Hey. Genius gemacht, also das ist echt eine wunderschöne Idee. Da merkt man, dass NES Remix nicht so eine krasse Geldmache ist, wie es manche hinstellen wollen. Sondern schon, oh nein. Man kann es ja auch zu seinem Vorteil nutzen, natürlich. Den hätten wir weg. Man muss nur reagieren können. Gelb, gelb, gelb. Gib mir das Gelbe. Gleich 2. Sauber. Mach mal das weg. Das stört mich gerade. Müsste da mit dem... Oh, jetzt bin ich eh gelb geworden. Ich bin gelb geworden. Bin ich jetzt ein Simpson? Geht nicht. Ja, der lenkt mich schon ab da. Obwohl er damit gar nichts zu tun hat. Also ihr glaubt nicht, wie das mich aus der Fassung wirft. Diese Farben ändern. Jetzt weiß ich, habe ich überhaupt keinen Ansatz mehr. Wo kann ich noch was machen? Wie ist mit dem? Uff. Gib mir einen blauen. Nee, gib mir erstmal den gelben hier wegmachen. So. Der gelb, gelb, gelb. Jawohl. Nummer 6. Hier Nummer 7. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Das habe ich schon öfter gesagt. Aber es hat immer gestimmt. Ich muss erstmal hier mir ein bisschen Luft verschaffen. Ich sehe ja gar nichts mehr vor Pillen. Das klingt besorgniserregend, ich weiß. Wen wollen wir uns denn vornehmen? Wer ist mit dem hier? Da müssen wir erstmal den blauen wegmachen. Da! Ja, okay, noch einen. Dann haben wir ein ganz schönes Stück geschafft, und zwar mit Rot. Oder eben Blau. Es sind ja eigentlich nur 3 Farben, das ist ja der Witz. Fast. Ich brauche einen blauen. Einen gelben. Das war die Nummer 9. Das wird ja niemals schnell genug geklappt haben. Das Schlimmste ist, ich habe jetzt überhaupt keinen mehr in Aussicht. Verdammte Mist. Ich habe nichts mehr da. Blau. Kämpf dich runter, my lord. What should I do? Der voll in die Sackgasse gebracht selbst. Wir müssen nochmal... Wir sind schon bei 9 gewesen, aber wir müssen nochmal neu anfangen. Selbst wenn es nochmal geklappt hätte. Das wäre... Hätte nicht mehr geklappt, so wirklich. So, den weg.
blau, hä? So. Nehmen wir uns denn jetzt vor? Den da vielleicht? Wieder einer weniger. Wenn man es erstmal ein bisschen weiß und kann. Die sind aber auch blöd platziert, ey. Nein! Ich brauch so einen doppelroten. Ha, die Farbe ändert sich doch. Aber nicht in gelb. Jetzt werden sie gelb kommen. Ja, genau. Da kann man auch drauf spekulieren. Da einen blauen hin, vielleicht noch einen blauen. Jawohl. Was macht ihr eigentlich für Sachen mit mir? Da einen gelben. Jetzt will ich da gar keinen mehr rein. Hä? Hä? Ich baue da unten was zusammen und auf einmal stimmt gar nichts mehr. Den weg. So. Das war die Nummer 6. Nachher werde ich eingeliefert, ey. Das gibt's doch nicht. Ich baue mir doch selbst zu. Ah! Ja, der Anfang war gut. Du musst dann auf der Höhe bleiben einfach. Ja, komm. Sorry. Wenn ich nicht mal die ersten drei perfekt gelegt krieg, dann erlaube ich mir doch einen Restart. Die letzte Mission war ja ein bisschen leichter. Na, oh, okay. Warte, den da. Den da. Jetzt wird gewechselt. Schaut euch mal an, wie es jetzt abgeht. Fällt mir schon deutlich besser. Also, es geht doch, wenn man nur will. Okay, ich wollte auch vorhin schon, aber... konnte es nicht. Den dahin und dann braucht man einen roten. Ey, wie fies. Den gelben hätte ich lieber da oben hingelegt. Blau, 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 blau. Blüte Enzian. So. Nummer 5. Oh Gott, ey. Dahin. Da einen blauen. So, der wird zu gelb. Das habe ich mit einkalkuliert. Keine Chance. Jawohl, 7. Oh, jetzt muss es klappen. Da ist noch die 8. Nein, das habe ich nicht gut gemacht. Gar nicht gut. Ich will den einen, da brauche ich mir jetzt einen Turm, wenn es sein muss. Und jetzt den. Ah! Oh, zum Glück hat er noch gezählt. Nur noch einer! Wen nehmen wir denn? Den roten. Bummatz, bummatz, bumm. Das halt so. Jetzt bist rot gefragt. Endlich! Was eine Mission, ey! Was eine Mission! Pff, oh, Scheiße! Ich mach's lieber offscreen, das frisst sonst zu viel Zeit. Bis gleich. Obwohl, das geht gerade ziemlich schnell. Vielleicht lasse ich das ja umgeschnitten. Aber der hätte ich da so gut gebrauchen können. Habt ihr das gesehen da unten? Ah! Braucht dann einen doppelfarbigen, wenn es jetzt wieder gelb wird. Macht das sogar frei hier. Schön. Ja, da sind so viele Doppelte, damit man da gleich viele auf einmal lösen kann.
Guckt euch an, schon haben wir 9. Kriegt er sogar noch mehr gelöst. Den da jetzt noch einen blauen dahin. Oder beziehungsweise einen Pass. Nein, der hat fast die Entscheidung gebracht. Oh, wird rot, ne? Oh, thank you. Also haben wir es doch geschafft, sogar 11. Sogar 11, wenn das keinen Bonus gibt. Okay, jetzt habe ich es gleich hinbekommen. Also kann ich doch ungeschnitten lassen. Überragend. Oi. Okay, nächste Aufgabe. Dr. Mario, ey. Wir Bomben besiegen so alle Gegner. Das ist doch mehr mein Fachgebiet. Ha! Der hat mich glatt gemacht, der Doktor. Das geht also so, was, ne? Welchen? Ja, ich werf zu weit nach außen, wenn ich einfach so werf. So. Nochmal. Erstens mal gehen mir die Bomben aus. Ich glaube mal, dass wir die Äußersten so hinkriegen können. Hey, ist nur noch der da? Doch, doch. Bomben klappen besser als Pillen. Yeah! Wunderschön. Da geht noch was, würde ich sagen. Bum, bum. Wir machen heute den Kessel bundesvoll. Oha, der Schattenlink, einer der schwersten Bosse überhaupt. Mit einem Bug leichter zu besiegen. Achso, es gibt doch noch 2. Als ob das nicht schon schwierig genug gewesen wäre. Funktionieren denn beide? Wie soll das denn hinhauen? Warte mal. Ach, mein Life steht oben. Ich attackiere einfach beide, ne? Dumm. Ja, ich hab ihn. Getroffen. Wir müssen den aber vereinfacht haben. Er glaubt gar nicht, wie sauschwer der war. Ich check echt nicht, welcher der richtige ist. Weil die greifen ja beide an. Aber nur eine. Ah, der linke, okay. Jetzt weiß ich, was der linke ist. Da braucht nur noch einen Treffer. Oder verletzt mich nur der eine? Scheint so zu sein. Geschafft! Zelda, du bist gerettet. First try, Alter. Nee, ganz im Ernst, im Original ist es nicht ansatzweise so leicht. Aber danke für das Triforce, alter Mann. Hat mich gefreut. Yeah! Doch, doch. 3 Sterne. Trotz 50 Sekunden. Andere haben dafür schon 50 Jahre gebraucht. Würde ich ja sagen. So, Kid Icarus irgendwas? Erreiche den Ausgang. Ich kenne den Level aber nicht. Die wollen hier irgendwas machen mit rauszoomen. Ich erreiche schon den Level, keine Angst. Den Ausgang. Ich müsste aber wissen, wohin. Ich schätze einfach mal, ich muss nach oben gehen. Oh, ihr seid so böse. Aber zum Glück spiele ich ja nicht mal auf dem... Verdammt. Auf dem kleinen Monitor. Also ich hatte früher, bis vor kurzem würde ich nicht sagen, aber vor ein paar Wochen noch ein... auf nur ein Fenster gesehen, auf meinem PC. Das ist jetzt anders. Jetzt spiele ich auf meinen riesen Monitor richtig direkt. Ach, Metroid sind das. Das passt ja, weil Metroids sind ja sogar in Kid Icarus Uprising offizielle Gegner. Es sind mir zu viele... Irgendwas zurück? Ach, die Herzen helfen mir? Ja, da ist der Ausgang. Es macht einen schon ein bisschen blem-blem. Dieses Rauszoomen, aber gut. Das wäre etwas, was so verdammter Mist. Nochmal. Das wäre etwas, was der 3DS nicht schaffen würde. Mit diesen Effekten. Okay. Das sehe ich ausnahmsweise mal ein. Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich zu lange gebraucht? Muss ich vielleicht nach unten? Nein, ich muss schon nach oben. Ich bin immer so verwirrt wegen den Säulen. Ich denke immer, das wären Hindernisse. Hallo, Metroids. Aha, wenn ich Herzen einsammle, wird es besser. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten lang sollte. Lex inklusive. Und da ist der Ausgang. Sehr gut, das war doch um einiges schneller jetzt.
Ah, aber trotzdem werde ich mit Kid Icarus nicht warm, manche Spiele. Man muss nicht jedes Spiel mögen auf der Welt. Das ist einfach so. Okay. Nee, es ist Wario's Woods. Oh nein, Kopf über. Is that your ernst? Besiege alle Monster. Ach so, da unten die Dinger. Vernichte alle Blöcke quasi. Bevor die Zeit läuft. Warte, den muss ich dann quasi... Tu doch den, dass ich... Egal, das passt. Dann tu den dahin. Man kann ja diagonal auch arbeiten bei Wario's Woods. Den erst aus dem Weg schaffen müssen. Bevor die Zeit abläuft. Schon ein bisschen KG. Da kommt schon Wario an. So. Das kann ich so machen. Aber alle, das kriegen wir doch niemals so hin, wie es soll. Soll ich das hinkriegen? Ich habe überhaupt keinen. So. Doch, und jetzt nur noch den. Du fällst mal. So geht's auch. Ich baue jetzt noch einen. Du kommst her. Kannst dich mal beeilen vielleicht. Ah! Okay, jetzt passiert's von selbst. Da ist schon wieder Luigi. So ein Kram. Ich war bestimmt zu langsam. Bitte gib mir 3 Sterne. Eieiei. Heute haben sie es. Ne? Also die Missionen sind definitiv schwieriger geworden und ich stelle mich an wie ein abgelaufener Joghurt. Wir haben noch gar nicht erzählt, wie Wario's Woods genau funktioniert, ne? Weil wir das Spiel noch nicht hatten. Ich kenne es ja ein bisschen. Vor allen Dingen kann ich mir die Bomben oder was ist schneller holen. Das ist wahrscheinlich Gold wert hier. Nein, 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 nein. Du musst... Mann! Reg mich nicht auf. Ich brauch dich. Jetzt ist die Bombe im Weg, ne? Nochmal. Bitte nochmal. Wir haben's gleich. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Der Anfang geht ja klar. Das ist hellblau. Ich stehe hier hinschmeiß. Passt das. Die Sache ist jetzt die... Ich will dich wegräumen. Dann kann ich... den hier hinschmeißen. Also das ist spiegelverkehrt, das regt mich gar nicht auf. Das ist mir Schnurz, weil ich kann das Spiel ja sowieso nicht. Dich kann ich gut gebrauchen. Diesmal geht es viel schneller, wie ihr seht. Wir brauchen nur noch irgendwie ein blaues. Den legen wir mal beiseite. Doch, und jetzt nur noch... Ja, das war deutlich schneller. Das war voll vorbildlich. Exorbitant gut. Sehr gut. Haben wir das doch irgendwie geschafft? Ja, im nächsten Part würde ich sagen, Super Mario Bros. Lost Levels. Damit fangen wir zumindest an. Ach, sind nur 7 Level, dann werden wir es komplett lösen. Habe ich zumindest vor. Okay, dann bedanke ich mich für euren Daumen hoch und bis dann und ciao.